Liebe Freunde, liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, ich freue mich sehr, einmal wieder in Gießen sein zu dürfen, nachdem ich bereits 1985 an der Akademie dienen durfte, nun einmal wieder hier zu sein. Und ich freue mich, dass die Gemeinde Jesu lebt, auch hier in der Mitte Deutschlands, vom Süden her gesehen. Sie haben ja vielleicht schon gehört, wo ich herkomme, etwas südlicher noch. Auch da lebt die Gemeinde Jesu noch vielerorts und wir dürfen da dankbar sein, dass sie auch wächst und gedeiht, obwohl wir ja an sich in der Endzeit stehen. Die Linien der Verführung, die Linien der Mission, die Linien Israels, sie laufen ja parallel weiter, bis der Herr wiederkommt. Eben auch die Mission, Gott sei Dank. Wir kommen jetzt zu den finsteren Teilen der Glaubenskonferenz, zu den okkulten Abschnitten, wie Sie an den Themen sehen. Und ich möchte uns da den Lehrtext aus den heutigen Losungen zurufen, aus Kolosser 1, wo es heißt, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Er ist der Sieger auf Golgatha, sein Sohn Jesus Christus, und durch ihn können wir getrost sein, auch wenn wir uns mit okkulten Themen beschäftigen müssen. Und dazu gehört, das möchte ich gleich vorwegnehmen, leider eben auch die Anthroposophie. Ein schwieriges Wort. Anthroposophie, nicht zu verwechseln mit Anthropologie, die Lehre vom Menschen. Anthroposophie aber ist die Weisheit vom Menschen, eine Lehre, die Rudolf Steiner begründet hat, der Begründer auch der Waldorfschulen, des biologisch-dynamischen Landbaus, der Veleda- und Wala-Medizin und vieler anderer Dinge, die heute sehr verbreitet sind. Nun, es ist aber wichtig, dass wir nicht nur die Früchte kennen, die ich gerade genannt habe, sondern auch die Wurzeln des anthroposophischen Denkens. Und diese Wurzeln liegen im Okkultismus und ich muss einiges daraus heute vorstellen. Sie fragen sich nun vielleicht, wie bin ich zu dieser Thematik gekommen? Ich ging nicht in eine Waldorfschule, aber in die Nachbarschaft, in ein Gymnasium in der Nähe einer Waldorfschule und habe da schon als 11-12-Jähriger Veranstaltungen besucht über biologisch-dynamischen Landbau und anderes. Damals hatte ich mich noch nicht für Jesus Christus entschieden und war immer mehr ein Anhänger geworden von dieser Bewegung. Habe damals auch Presseberichte schon darüber geschrieben und alles Mögliche und mich das ja dafür eingesetzt. Aber als ich dann im 18. Lebensjahr zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kam, habe ich mich Schritt für Schritt von diesen Dingen lösen können, mit Gottes Hilfe. Und das habe ich ganz frei nun vorausgesagt. Ich möchte darstellen, warum ich da kritisch inzwischen geworden bin und warum ich mich dann nach dem Studium beschäftigt habe, nochmals ausführlich mit der Anthroposophie, tausende von Seiten. Es gibt ja allein von Rudolf Steiner 350 Bände mit durchschnittlich 100 bis 400 Seiten. Ich habe nicht alle gelesen, nur ein Drittel von den 350 Bänden von Steiner, aber auch von seinen Schülern gibt es noch mal genauso viele oder noch mehr und kritische Literatur. Es war eine Arbeit von 8 Jahren, diese Doktorarbeit über Anthroposophie und Bibel. Und da habe ich mich also aus existenzieller Erfahrung und Betroffenheit heraus noch mal intensiv damit beschäftigt. Auch um anderen Menschen hier zu helfen, das war meine Zielsetzung, dass sie hier Klarheit bekommen in diesen Fragen, auch die Geistesunterscheidung, die Dinge, die gerade in der Endzeit immer wichtiger werden. Nun, ich möchte zunächst darstellen den Begründer Rudolf Steiner, einen kurzen Überblick über sein Leben, dann den Erkenntnisweg skizzieren, der ganz grundlegend ist, dann die Weltanschauung skizzieren in dieser Kürze, wie es eben in 60 Minuten nur geht, und dann auf die Früchte eingehen, Erziehung, also Waldorfpädagogik, Medizin, Landwirtschaft, Kunst und am Schluss noch diese geistlichen Konsequenzen aufzeigen. Rudolf Steiner war ein Universalgenie. Er lebte von 1861 bis 1925, geboren an der ungarisch-kroatischen Grenze in Kraljevic und gestorben in Donnach bei Basel. Die einen sagen, er habe die größte Menschentat vollbracht und uns die größte Gottestat zu verstehen gelehrt. Andere bezeichnen ihn als ein außerchristliches Genie, das in den Tiefen der Seele sucht und Luzifer findet. Nun, wer war er wirklich? In seiner Autobiografie Mein Lebensgang beschreibt er frühe übersinnliche Erfahrungen,
die ihm das Unverständnis seiner Umgebung einbrachten. Bereits als Kind hatte er Begegnungen mit Geistwesen. An einem Sommertag, glaube ich, war es, erschien ihm im Bahnhof in Potschach der Geist seiner verstorbenen Tante, und der beauftragte ihn, so viel er könne für sie zu tun. Dieser Geist, der ihm da erschienen war. Und nun war sein ganzes Denken davon geprägt, dass es eine unsichtbare, übersinnliche Geistes- oder auch Geisterwelt gibt. Und er war ein Feind geworden jedes bloßen Materialismus, also das Denken, dass nur die sichtbare, stoffliche Materie existiert. Nein, es gibt für ihn die unsichtbare, übersinnliche Welt. Und nun hat er sehr viele Philosophen studiert und hat Erkenntnisse zum Teil übernommen, verändert. Und etwa Ernst Haeckel, der ja an sich Materialist war, ein Freund von Charles Darwin, dem Begründer, oder ja, kann man schon sagen, der Evolutionslehre. Die Evolution wurde von Steiner auf die geistige Ebene übertragen, also nicht rein materialistisch, sondern geistige Evolution, Höherentwicklung zum Geistesmenschen, zur Vergeistigung der Welt, des Kosmos. Auch von Nietzsche hat er diese Steigerung des Menschen zum Übermenschen übernommen und auf die Ebene des Geistigen übertragen. Also nicht mehr Steigerung zum höheren Naturmenschen, sondern zum Geistesmenschen. Und von Goethe war Steiner ebenfalls sehr geprägt. Er leitete ja lange Zeit oder arbeitete mit im Weimarer Goethe-Archiv und gab dort Goethes naturwissenschaftliche Schriften heraus. Goethe etwa hatte die Lehre aufgestellt, dass alle Erscheinungen nur Metamorphosen sind, also Verwandlungen, dass es alles im Fließen ist. Schon bei Heraklit finden wir diese Vorstellung. Es gibt eine Uridee, eine Urpflanze, die sich immer entfaltet in verwandelnden Formen durch die Zeitalter und Erscheinungsweisen hindurch. Da auch übrigens kommt dieser Baustil her oder ist damit begründet, dieses Fließende in den anthroposophischen Häusern, wo es ja keine rechten Winkel gibt, dieses fließende Verwandlungsprinzip. Nun wurde Steiner um die Jahrhundertwende 1900 Generalsekretär der deutschen Abteilung der Theosophischen Gesellschaft. Er kam in Kontakt mit Theosophen, und diese Theosophische Gesellschaft war begründet worden 1875 von Helena Petrovna Blavatsky. Blavatsky war ein spiritistisches Medium, die Kontakt hatte mit Geistwesen, wie sie behauptete, und übersinnliche Botschaften empfing. Sie hat Riesenwerke geschrieben, die Geheimlehre, wo sie sämtliche okkulten Vorstellungen zusammengemischt hat, von dem Erdteil Atlantis über Magnetismus bis hin zur Zeitalterlehre der okkulten Evolutionsvorstellungen. Ich kann das jetzt nicht alles ausführen. Steiner war jedenfalls 12 Jahre lang Generalsekretär. Dann kam es um die Jahre 1912 herum zum Streit mit der Theosophischen Gesellschaft, und daraufhin gründete Steiner seine eigene anthroposophische Gesellschaft, und zwar im Jahre 1913. Warum? Weil Steiner die platten spiritistischen Erscheinungen bei Blavatsky und ihrer Nachfolgerinnen ablehnte. Er sagte, dass wir auch in Kontakt treten sollten mit Geistwelten, mit unsichtbaren Welten, aber eben nicht auf dem unterbewussten Weg des Spiritismus oder Mediumismus, der Geisterbeschwörung, sondern indem wir unser Denken so konzentrieren und schulen, dass es sich den übersinnlichen Wirklichkeiten öffnen könne. Anthroposophie nun, was bedeutet dieses Wort? Wie gesagt, Weisheit vom Menschen. Anthropos, der Mensch, Sophia, die Weisheit. Also griechische Wurzeln hat dieses Wort. Und die Begriffsbestimmung bei Steiner lautet folgendermaßen: Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall führen möchte. Ein Erkenntnisweg, der das Geistige in mir mit dem Geistigen im Kosmos verbinden, vereinigen möchte. Mit anderen Worten, mein Geist soll die Identität erkennen oder die Einheit mit dem Allgeist, mit dem universalen kosmischen Geist. Anthroposophie möchte also kein Dogmen- und Lehrsystem sein zunächst, sondern ein Erkenntnisweg, den jeder beschreiten könne.
Und dieser Erkenntnisweg ist grundlegend auch für die Pädagogik, Medizin, Landwirtschaft, Kunst und die anderen Früchte der Anthroposophie. Aber ich möchte vorausschicken, dass es ein gefährlicher Weg ist aus biblischer Sicht, dass der Mensch, der ihn geht, in finstere, dämonische Bindungen hineingerät. Ich möchte Ihnen ganz kurz beschreiben, wie das abläuft, was der Anthroposoph hier tun muss, um zu den Erkenntnissen angeblich zu gelangen. Und zwar ist das Ziel das gleiche wie im hinduistischen Yoga-Weg, in der abendländischen Rosenkreuzer-Meditation oder in anderen esoterischen Systemen, nämlich dass der Mensch in Kontakt treten will oder soll mit der geistigen Überwelt und dass er dadurch die Außenwahrnehmung immer mehr ausblendet und sich konzentrativ hingibt bestimmten Meditationsübungen. Und dazu gehört zunächst, dass man die Steinerschen Bücher und Vorträge lesen soll, aufnehmen soll, verinnerlichen soll und dadurch sich diesem Denken öffnet, vorurteilsfrei öffnet, wie Steiner fordert. Vorurteilsfrei. Und dann kommen die weiteren Stufen, in aller Kürze jetzt die Imagination, dass man sich Bildern, symbolischen Vorstellungen hingibt, etwa über einem Samenkorn meditiert und dadurch sein Denken konzentrativ darauf richtet und zu einer Verinnerlichung gelangt. Steiner schreibt, dass der Mensch bei voller Bewusstheit in zwei Iche zerfallen solle dabei. Und das ist die Voraussetzung für die dritte Stufe. An dem höheren Ich fangen nun Geistwesen an zu arbeiten. Inspiration nennt sich das. Geister dringen nun ein, bilden den Astralleib des Menschen heraus. Ich werde darüber noch was sagen. Es kommt zur Ausbildung der Lotusblumen, übersinnlicher Wahrnehmungsorgane, die wir auch als Chakras aus dem Hinduismus kennen. Ein Vorgriff auf heute Abend schon, wo es ja auch um östliche Religionen geht. Viele Parallelen auch hier zur Anthroposophie zwischen diesen östlichen Vorstellungen. Und die weiteren Stufen führen nun, dass man immer mehr in diese Geisterwelt, in dieses Übersinnliche hineinkommt. Wie gesagt, von der biblischen Sicht her ein gefährlicher Weg. Denn was tut der Mensch? Er beschreitet den Weg von unten nach oben, um in die unsichtbaren Geheimnisse einzudringen. In die Geheimnisse geistiger Welten. Dieser Weg ist bereits im ersten Mosebuch genannt. Und zwar, als die Schlange sagt zum ersten Menschenpaar: Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, von dieser Frucht der Erkenntnis, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das ist dieser Weg des Menschen, der Selbsterhebung, von unten nach oben in die Geheimnisse einzudringen, übersinnliches Wissen erlangen zu wollen, ja Gott Gleichheit, das Ziel ist ja die Vergeistigung, dass der Mensch eins wird mit dem kosmischen, alleinen, göttlichen Weltengrund, aber nicht mehr der Unterschied gesehen wird zwischen Gott und Mensch, dass wir Geschöpfe sind, aber nicht identisch werden oder sein können mit dem Schöpfer. Dieses okkulte Grundprinzip aber der Selbstvergottung taucht auch hier auf, wenn auch in einer wissenschaftlich verbrämten Weise. Nun, auch ist zu fragen, ob Steiner wirklich sich vom Spiritismus Blavatskys so weit entfernt hat, wie er behauptet, ob er nicht auch mit Geistern in Kontakt tritt. Ich möchte darauf hinweisen, auf die Akasha-Chronik. Wer hat denn diesen Begriff schon einmal gehört, Akasha-Chronik? Einzelne? Ja, das ist auch ein Sanskritwort aus dem Hinduismus, Pali, und bedeutet Raumäther. Steiner hat dieses Wort auch in eine zeitliche Dimension gebracht und gesagt, dass es eine Art unsichtbare Weltenchronik gibt, in der alle Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingraviert sind und in die der Hellseher, vor allem er selber eben, eindringen könne, um die Geheimnisse aller Zeitalter zu entschlüsseln. Also kein Buch jetzt, sondern nur dem Hellseher zugängliche Geheimnisse. Und wie läuft nun dieses Lesen in der Akasha-Chronik ab? Steiner sagt, dass er zum Beispiel keine Geschichtsbücher braucht, sondern dass er die Ereignisse selber nachvollziehen könne. Zum Beispiel die Schlachten Cäsars, dieses großen römischen Feldherrn, könne er selber miterleben, indem er sich in den Geist Cäsars hineinversenke und Kontakt mit ihm aufnehme und dadurch nun bei diesen Schlachten selber dabei ist.
Und so hat er auch seine Visionen und bekommen und seine Schriften geschrieben durch Kontaktaufnahme mit diesen Geistern von Verstorbenen. Und den Weg Jesu, er hat ja auch sehr viele Vorträge gehalten über die Evangelien, vor allem Vortragszyklen. Den Weg Jesu hat er nachkonstruiert, indem er jetzt nun nicht Kontakt aufgenommen hat mit dem Geist Jesu, das beansprucht er nicht, aber mit dem Geist der Jünger Jesu, und zwar vom Pfingstereignis her. Da hat er sozusagen ihren Geist angezapft und nun aus der Erinnerung heraus den Weg Jesu rekonstruiert. So dieser Anspruch etwa in seinem Vortragszyklus aus der Akasha-Chronik und das fünfte Evangelium. Auch das hat er hier schreiben wollen. Es heißt übrigens in der Bibel, wer etwas hinzutut, auf den sollen hinzugefügt werden die Plagen, die in diesem Buch geschrieben sind, und wer etwas hinwegtut von der Heiligen Schrift, dem geht verlustig sein Anteil am Baum des Lebens. Das nur als Zwischenbemerkung. Also hier auch eine Warnung vor Neuoffenbarungen, die etwas zur Schrift hinzutun wollen oder hinwegnehmen. Also diese Akasha-Chronik. Frage an Sie. Steiner sagt, er sei kein Spiritist, aber was tut er denn, wenn er diesen Kontakt aufnimmt mit Geistern, Cäsars, der Jünger und anderer? Es ist ja nichts anderes als Befragung von toten Geistern, und das ist genau eben auch Spiritismus, der in der Bibel immer wieder durchgehend verworfen wird als Unglaube, als Ablehnung des ersten Gebotes, dass wir allein Gott ehren und vertrauen sollen und dürfen, und hier nun diese Überschreitung, die in okkulte Bindungen hineinführt. Noch eine Frage zum Wissenschaftsanspruch der Anthroposophie. Denn Anthroposophie will ja von ihrem Selbstanspruch her kein Glaubenssystem sein, sondern eine Wissenschaft, die jeder nachvollziehen könne. Aber ich behaupte, und habe das auch nachgewiesen, etwa in meiner Arbeit, dass eben Steiner autoritativ seine Schauungen in den Raum stellt und dass seine Jünger, seine Schüler dieses übernehmen müssen, wenn sie wirklich Anthroposophen sein müssen. Es ist letztendlich ein Glaube an Rudolf Steiner als denjenigen, der wirklich nach seinem Selbstanspruch das geschaut hat. Ich habe kürzlich auch in Arlesheim und in Basel über Anthroposophie gesprochen, also direkt beim Weltzentrum Dornach, das ist der Nachbarort davon. Da waren auch viele Anthroposophen da, aber es gab keinen, der wirklich diese Schauungen Steiners bis ins Letzte selber hat nachvollziehen können, selbst unter den Führenden dort in Dornach. Und die ganze Diskussion führte auch dann dahin, dass sie eben das nicht durch ihre eigenen Erlebnisse wirklich beweisen konnten. Und auch Friedrich Rittelmeier als einer der ersten Schüler von Rudolf Steiner, er hat geschrieben in seinem Buch Theologie und Anthroposophie, 1930 erschienen, dass Rudolf Steiner nur ganz wenigen Menschen Ratschläge gab für die Ausbildung der höheren Erkenntnisorgane, weil er nur wenige überhaupt für geeignet hielt, diese Schauungen zu erlangen, dass sie so weit fortgeschritten seien in ihrer Weltenentwicklung. Und diese wenigen Menschen, denen er die Ratschläge gab zur Ausbildung der hellseherischen Organe, auch diese seien nicht entfernt so weit gekommen, dass sie Steiner in allem seinem Forschen nachprüfen könnten. So also auch Rittelmeier. Und er schränkt es dann etwas ein, indem er sagt, dass nicht wenige Anfänge von Erfahrungen gemacht hätten. Anfänge. Aber Anfänge sind eben keine Grundlage für eine exakte Wissenschaft, auch exakte Geisteswissenschaft, die Anthroposophie im Grunde sein will. Also sie behauptet immer, dass ihre Erkenntnisse genauso sicher seien wie die Ergebnisse der Naturwissenschaft und auch nachprüfbar. Aber wie gesagt, letztendlich dieser Widerspruch im gesamten System. Aber Rudolf Steiner hat auch eine Erklärung dafür bereit. Und jetzt hören Sie genau hin. In Band 117 seiner Gesamtausgabe bringt er diese Erklärung, Seite 71. Da steht also, dass deshalb viele eben das nicht nachprüfen könnten, weil sie in früheren Verkörperungen ihre Ich-Leiber, also die Voraussetzung zum Schauen höherer Welten, nicht ausgebildet hätten, denn sonst wären sie jetzt so weit wie Steiner auch, wenn ihre Ich-Leiber und das nun so weit entwickelt wäre. Also was geschieht hier? Diese Lehre von den verschiedenen Leibern, die wir gleich noch näher kennenlernen werden, sie wird hier gebraucht, um zu begründen, dass die Menschen diese Schauungen nicht bekommen können.
Das heißt, Steiner wird mit Steiner begründet, die Anthroposophie benutzt ihre eigene Lehre, um zu begründen, dass man das nicht schauen kann. Aber das, was nun diese Lehre ist, ist ja durch Schauungen wiederum entstanden. Man spricht also hier von einem Zirkelschluss in der Wissenschaft. Also die Menschen, die nicht schauen können, sind selber schuld, weil sie in früheren Verkörperungen ihre Organe hierzu nicht ausgebildet haben. Aber dass es frühere Verkörperungen gab und dass man dort Organe hat ausbilden sollen, das ist wiederum eine anthroposophische Lehre, die dann geschaut wurde, wiederum aber eben nicht nachprüfbar ist. Also Sie merken, es ist ein Zirkelschluss. Gut, das ist alles nun zur grundlegenden Frage. Jetzt ein Einblick in das anthroposophische Weltbild. Wie sieht das nun ganz grob dargestellt aus? Rudolf Steiner untergliedert den Menschen in zurzeit vier Leiber. Und zwar gibt es den physisch-stofflich sichtbaren Leib, den wir sichtbar nun an uns tragen. Und dann gibt es weitere unsichtbare Leiber, und zwar ein Ätherleib, der nun dem sichtbaren Leib seine Form und Lebenskraft gibt. Dann einen Astralleib, Astra, der Stern, ein Sternenleib. Das ist auch ein unsichtbarer Leib, die nächsthöhere Stufe, die den Menschen verlässt, und zwar beim Schlafen und zwischen den Verkörperungen. Die Reinkarnationslehre, die Wiederverkörperungslehre steht hier immer im Hintergrund. Zwischen den Verkörperungen im Weltall, im Kosmos weilt, um hier Kräfte, Energien aufzusaugen und den Menschen damit auszurüsten, dass er wieder neue Energie bekommt. Und dann gibt es noch den Ich-Leib, den Erinnerungsleib, der sozusagen den Personenkern darstellt. Aber die Entwicklung wird weitergehen, der Mensch wird noch drei höhere Leiber ausbilden, Geist selbst, Lebensgeist, Geistesmensch nennen die sich, und schließlich in der Evolution zum Kosmos der Liebe enden. Aber wie das genau aussieht, darüber kann Steiner keine Aussagen machen. Nun, diese Höherentwicklung, die Bibel hingegen spricht davon, dass wir nicht drei Leiber haben, sondern dass wir eine Einheit sind aus Leib, Seele und Geist. Unser Leib, also grundlegend ist ja die Stelle in 1. Mose 2, Vers 7, das möchte ich einmal lesen. Da heißt es, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das heißt also, dass hier die Materie ist, die Erde, Adama, daher auch Adam, die nun das Leibliche, das äußerlich Leibliche darstellt. Und dann der Odem des Lebens in die Nase, das ist nun sozusagen der Geist, den Gott dem Menschen verleiht, ohne dass der Mensch selber göttlich ist, sondern Gott erschafft den Menschen dadurch, so wie wenn man ein Tongefäß formt, und aber das können wir nun nicht im Lebensatem eingeben, das kann nur Gott der Schöpfer. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, kann man auch übersetzen, Nefesh Haya im Hebräischen, das heißt ein lebendiges Wesen. Die Bibel sieht den Menschen also immer als Einheit aus Materie und Geist. Zwar wird unser sichtbarer Leib einmal sterben, aber auch die Auferstehung wird leiblich sein und in einer untrennbaren Einheit dann weiter bestehen. Aber diese sieben Leiberlehre lässt sich aus der Bibel nicht erheben. Nun, es ist vielmehr die okkulte Vorstellung vom Astralleib, von der Aura und ähnlichen Dingen, die hier mitschwingen bei Steiner. Übrigens auch schon bei Blavatsky diese Lehre vorgebildet, also keine originale Erfindung von Rudolf Steiner. Und schon im mittelalterlichen Okkultismus. Auch bei Paracelsus gibt es Vorstufen, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Einzelheiten gehen. Nun, uns interessiert nun vor allem das Christusverständnis, das Rudolf Steiner hat. Und es mag uns nun sehr fremd sein, sicherlich zu Recht, manches auch anstößig, aber ich möchte es Ihnen doch kurz sagen, damit Sie wissen, was nun ein Anthroposoph glaubt oder sich vorstellt. Nun, es ist so, dass also diese Höherentwicklung zum Geistesmenschen und zum Kosmos der Liebe erfolgen soll, über die Evolution hinweg. Aber diese Höherentwicklung wurde gestört durch das sogenannte Luzifer-Ereignis. Luzifer ist ein polares Prinzip,
dem Ahriman gegenübersteht, Luzifer als die Lichtgestalt, der nun Ahriman als die materialistisch verhärtende Gestalt gegenübersteht. Also es gibt für ihn nicht den Satan, wie in der Schrift, sondern es gibt zwei polare Prinzipien, das feurige, lichtvolle und das verhärtende, dunkle. Und diese stehen im Konflikt miteinander und Christus nun schafft den Ausgleich als der Menschheitsrepräsentant, der sozusagen in der Mitte steht. So sehen Sie es auch, wenn Sie in Donnach dieses Kunstwerk von Steiner anschauen, der Christus Menschheitsrepräsentant mit Ahriman und Luzifer im Konflikt sozusagen. Das sind philosophische, polare Vorstellungen, aber eben nicht die biblische Lehre von Satan, die hier dahinter steht. Wo ja der Satan als der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Gegenspieler Gottes genannt ist. Ich werde heute Abend darauf noch eingehen. Nun haben also diese luziferischen Geistwesen, die auf den Planeten beheimatet sind, nach Steiner. Es gibt also Mondengeister, Sonnengeister, Erdgeister, also all diese Dinge. Es ist alles durchgeistet. Diese Geister liegen im Kampf miteinander und die Mondengeister, ihr Führer ist Yahweh, der alttestamentliche Gott. Der Führer der Sonnengeister ist Christus. Steiner spricht auch oft vom Sonnengeist. Und Yahweh als die verhärtende das verhärtende Wesen, diese Mondenwesen unter Leitung nun auch von Luzifer, sie haben zur Verhärtung geführt, aber Luzifer zunächst, er hat den Menschen dazu geführt, dass er diese Selbstvergottung zu früh angestrebt hat. Das ist das Problem nach Steiner, dass der Mensch zu früh nach seiner Höherentwicklung gestrebt hat. Und warum zu früh? Weil damals der Ich-Leib noch nicht ausgebildet war. Und zwar war damals nur der Ätherleib, der physische Leib und der Astralleib so weit entwickelt, dass der Mensch in einer Art quallenförmigem Zustand auf dem Erdteil Atlantis sich in Luftfahrzeugen bewegt hat, die mit Pflanzensamen beheizt wurden und sich in etwa 100 Meter Höhe bewegen konnten. So können Sie es nachlesen in der Schrift aus der Akasha-Chronik. Übrigens, interessant, das fällt mir gerade ein, man merkt, dass hier Steiner ein Kind seiner Zeit ist. Denn diese Fahrzeuge bei Steiner, bei Atlantis, die haben bereits Steuervorrichtungen, mit denen sie sich über die Berge erheben konnten, wenn ein Berg auftauchte. Während der Vorgänger Scott Elliott, den Steiner zitiert, ein Science-Fiction-Autor aus dem 19. Jahrhundert, bei ihm haben diese Atlantier noch nicht diese Steuervorrichtungen, sondern sie müssen, also wie Heißluftballons, noch um die Berge herumfliegen. Das ist also ein Zeichen, dass Steiner nach der Entdeckung des einfachen Flugzeugs geschrieben hat, wo man dann schon in der Technik weiter war. Aber hier deutlich der Einfluss aus seiner Zeit, was wieder ein Beweis ist gegen die Wirklichkeit dieser Schauungen. Also das nur nebenbei als kleines Bonbon. Aber wir wollen nun dieses schon ernst nehmen. Es gibt viele Menschen, die diese Dinge glauben. Und ich frage mich immer, es ist ja eine Art Gnosis, Erkenntnisstreben. Dem Anthroposophen ist im Grund der biblische Glaube zu einfach. Der Anthroposoph will nun Erkenntnis haben über solche Dinge, die aber dann, wenn man zum ersten Mal damit konfrontiert wird, dem, muss ich doch sagen, dem gesunden Menschenverstand doch weithin widerstreiten. Also mir ist es auch so gegangen, dass ich vieles eben nur mit Kopfschütteln lesen konnte oder auch mit Lächeln. Nun, warum ist es aber trotzdem so faszinierend? Weil die Anthroposophie eben ein geschlossenes Weltbild bietet. Es ist wirklich ein geschlossenes System, zwar mit vielen Widersprüchen, wenn man von außen her fragt, aber wenn man im anthroposophischen System drinnen ist, dann ist plötzlich eine Geschlossenheit da, die viele fasziniert und begeistert. Nun, also Luzifer führte den Menschen dazu, dass der Astralleib angesprochen wurde mit dem Anruf, ihr werdet sein wie Gott. Dieser Aufruf wird von Steiner positiv gesehen, er ist nur zu früh erfolgt. Und dadurch wurde nun der Mensch tiefer als geplant in die Materie, in das Stoffliche verstrickt. Und es muss eine Wiedervergeistigung kommen, eine Wiedervergeistigung des Menschen und des Kosmos ermöglicht werden. Und dazu dient nun der Christus-Sonnengeist.
Der Christus, den gibt es jetzt nicht nur im Christentum, sondern der Sonnengeist, der sich in der Jesus-Leiblichkeit Lautsteiner verkörpert, hat sich bereits früher verkörpert in anderen Religionsfiguren, wie etwa als Vishvakarman bei den Indern, als Ahura Mazda bei den Persern. Er hat sich verkörpert in Gestalt verschiedener Mysterien-Eingeweihten bei den Ägyptern, Griechen und Römern. Und er verkörpert sich dann als Höhepunkt in der Jesus-Hülle, wie Steiner auch sagt. Steiner unterscheidet zwischen Jesus und Christus und macht damit einen Grundfehler. Das muss ich jetzt doch aus theologischer Sicht sagen, was man ja schon in den ersten Semestern lernt, dass das nicht geht, zwischen Jesus und Christus zu trennen, wie wenn das zwei Personen wären. Also der Christus-Sonnengeist verkörpert sich im Jesus-Leib. Warum kann man da nicht trennen? Weil es nur Jesus gibt und nicht Christus, möchte ich einmal so in den Raum sagen. Verstehen Sie, was ich meine? Es gibt nur Jesus, aber nicht Christus. Denken Sie vielleicht mal einen Moment nach, was das gemeint sein könnte. Als Person gibt es nur Jesus. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch zugleich, Gottes Sohn, gesandt vom Vater, um uns zu erlösen am Kreuz von Golgatha. Aber Christus, das ist ein Würdetitel, der Jesus beigelegt wird. Christus heißt nichts anderes als der Gesalbte, der Messias, der Heilskönig, der uns erlöst. Es ist keine eigenständige Person oder Wesenheit, sondern ein Würdetitel. Erlauben Sie mir den Vergleich, so ähnlich wie wenn ich sage, Karl ist Kaiser, Kaiser Karl, so sagen wir, Jesus ist Christus, ist der Christus. Und deshalb ist es ein Unding zu sagen, hier Christus und dort Jesus, die dann zusammenkommen. Also allein schon von der Begrifflichkeit her ist das unmöglich. Nun aber, der Christus verkörpert sich durch diese Figuren der Religionsgeschichte hindurch und dann in Jesus, und zwar, nun wird es noch seltsamer, in zwei, also nicht in zwei, sondern das ist kompliziert. Also es gibt laut Steiner zwei Jesusknaben und jeder hat vier Leiber zunächst. Und im 12. Lebensjahr sterben von jedem Jesusknaben zwei Leiber und die restlichen verschmelzen dann zu einem Jesusknaben, der dann übrig bleibt, sichtbar äußerlich, und er nimmt die geistigen Leiber des anderen auf. Und die Jesusnarben, der eine verkörpert die Buddha-Strömung, der andere die Zarathustra-Strömung, und dadurch gelingt es ebenfalls wieder, die Religionen zu vermischen, zusammen zu schmelzen. Und mit 12 Jahren also fließen diese Leiber zusammen, und bei der Jordantaufe kommt nun statt des Zarathustra-Ich der Christus-Sonnengeist in die Jesus-Leiblichkeit hinein. Und nun beginnen die 3 Jahre, in der der Christus als Verkünder des Ich, das heißt also des menschlichen Ich-Leibes, auftritt, laut Steiner, damit nun auch das Ich, der vierte Leib des Menschen, ausgebildet wird. Wir müssen immer diese Leiberlehre im Hintergrund haben. Es ist ja auch die Weisheit vom Menschen, es geht um die 4 Leiber des Menschen. Der Christus ist nur Mittel zum Zweck bei Steiner. Eine Art naturwissenschaftlich oder scheinbar naturwissenschaftliche Lehre zur Ausbildung des menschlichen Ich-Leibes ist letztendlich die Anthroposophie. Und der Christus nun als der Katalysator, der Impulsgeber für unseren Ich-Leib. Das ist ein ganz anderes Denken als das biblische, wo es um die personale Schuld und Sünde von uns allen geht und um die Erlösung, dass wir gerettet sind durch sein Blut. Bei Steiner, der macht nun etwas anderes daraus, nämlich dass zwar auch das Blut für ihn wichtig ist, aber das Blut nur als Träger der Sonnenkräfte des Christus-Sonnengeistes. Das Blut tropft nun am Kreuz in den Boden, und dadurch kommt nun die Sonnengeistigkeit, die Energie aus dem Sonnengeist in die Erde. Christus, der Sonnengeist, wird nun zum Erdgeist, schreibt Steiner in Band 103, Auslegung des Johannesevangeliums. Also Christus wird zum Erdgeist. Und das ist eine okkulte Lehre, verwandt mit der mittelalterlichen Alchemie, wo man ja auch versucht hat, Gold herzustellen aus allen möglichen Tierteilen und so ähnlich. Das sind also ähnliche Vorstellungen, die hier mitschwingen, dass nun diese Vergeistigung der Erde oder Verwandlung durch irgendwelche Kraftsubstanzen erfolgt. Aber es ist eine geschmacklose, esoterisch-okkulte Vorstellung, die unserem Herrn Jesus nicht gerecht wird und die vieles hier ins Anstößige zieht. Aber vielleicht, damit Sie das wissen, das wird nun hier tatsächlich gelehrt, Sie können das nachlesen, ich habe hier nicht übertrieben. Und meine Aufgabe war jetzt in meiner Arbeit, wo ich daran geschafft habe,
diese Lehren zu prüfen, ob diese biblisch haltbar sind, nicht? Ob solche Dinge biblisch haltbar sind und ob überhaupt die Anthroposophie christlich verantwortbar ist von diesen Wurzeln her. Und Sie können sich denken, zu welchem Ergebnis ich gekommen bin. Ich habe es nicht leicht gemacht. Ich habe diese Dinge 8 Jahre lang ausführlich studiert und muss sagen, es ist nicht vereinbar mit der biblischen Lehre. Ich möchte auch nochmal zusammenfassen, warum. Nach biblischer Lehre ist allein Jesus Christus, der lebendige Sohn Gottes, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und es gibt nur ihn als den einen Erlöser. Es gibt keine zwei Jesusnamen. Auch die Stammbäume, die Steiner heranzieht, lassen sich viel besser deuten. Im Blick auf die Leveratsehe, es wird jetzt kompliziert von verschiedenen Vorfahren Jesu, aber nicht, dass es zwei Jesusnamen gab. Das ist also die unwahrscheinlichste Deutung. Dann, die Heilige Schrift allein ist grundlegend für den Glauben. Keine Zusatzoffenbarungen oder Neuoffenbarungen. Die Sekten, die aus dem Boden schießen, nicht nur die Anthroposophie, sie haben sehr oft solche Neuoffenbarungen, die sich über die Schrift stellen wollen und sie verfälschen. Und ihnen geht nun verloren ihr Anteil am Baum des Lebens. Und das ist ein Abweg. Und dann ist es allein die Gnade, die uns rettet und nicht die Wiederverkörperungen, in denen wir unsere guten Werke anhäufen sollen. So auch eine anthroposophische Lehre, Reinkarnation und Karma. Der Mensch, der immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Dieses Motto aus Goethes Faust ist hier ganz zentral bei Steiner. Wer immer strebend sich bemüht, der Mensch bleibt in dieser Verzweiflung gefangen, in diesem sich selbst erlösen wollen und doch nicht können, in dieser Frustration, die daraus erwächst. Und das ist nun das Verhängnis. Und allein der Glaube ist es, der uns selig macht, der Glaube an Jesus als den menschgewordenen Sohn Gottes. Nicht der Glaube an die Selbsterlösung durch Wiederverkörperungen hindurch, wozu der Christus, Sonnengeist, nur einen Impuls, einen Anstoß geben soll und wir aber selber durch unsere Taten uns höher arbeiten sollen, so wie Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen möchte. Ich möchte, bevor ich auf die Früchte der Anthroposophie nun eingehe, ein Zeugnis wiedergeben aus dem bereits genannten Buch von Christiane Gradenau, von Rudolf Steiner zu Jesus Christus. Sie ist genau an diesem Punkt zerbrochen, dieser Werkgerechtigkeit, dieser Selbsterlösung durch Reinkarnation und Karma. Die Bibel sagt ja übrigens, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, Hebräer 9. Da können Sie das nachlesen. Nicht immer wieder geboren werden und sterben müssen. Ein Fluch bei Buddha übrigens, kein Segen. Bei Lessing und Steiner positiv gewendet, aber trotzdem ein Fluch, weil der Mensch eben das nicht schafft. Und das hat auch Christiane Gradenau erfahren. Und sie hat in ihrem Buch Folgendes festgestellt: Wie viel Schuld allein aus diesem Leben würde ich im nächsten Leben abtragen müssen? Konnte ich denn jemals auf ein Ende meiner Verkörperungen hoffen? Und dann schreibt sie, ich begriff, dass ich meiner Schuld nur dann tapfer und ehrlich ins Auge blicken kann, wenn ich wissen darf, dass es Vergebung dafür gibt. Eine Vergebung, die auch wirklich entlastend und befreiend zu erfahren ist. Endlich begriff ich, was es bedeutet, Jesus Christus ist ans Kreuz gegangen zur Vergebung meiner Sünden. Soweit Christiane Gradenau. Ich gehe nun gleich auf die Früchte ein. Medizin, Pädagogik, Landwirtschaft, Kunst. Es mag mancher fragen nun, tun Anthroposophen nicht auch viel Gutes? Selbstverständlich, wir wollen auch nicht über Menschen urteilen, sondern sind als Christen gerufen, Lehren zu beurteilen. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Andererseits gilt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Aber die Geister sollen wir prüfen, nicht die Menschen verurteilen, sondern sie einladen zum Glauben. Und die Lehren aber deutlich nennen als Okkultismus da, wo das der Fall ist. Ein Begriff, den übrigens Rudolf Steiner positiv verwendet. Für ihn ist das einfach die Geheimwissenschaft. Für uns als Christen von der Bibel her wissen wir, dass es dämonische, satanische Mächte sind, die hinter diesem Erkenntnisstreben stehen, wo es eigenmächtig sich gegen Gott richtet und in die Geheimnisse Gottes eindringen
möchte, den Menschen verführen möchte, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Nun zur Pädagogik. Das stand ja auch groß auf dem Programm, die Waldorfpädagogik. Ich spreche natürlich als Theologe, deshalb habe ich da auch ein Hauptgewicht darauf gelegt, aber doch einige Anmerkungen zu den anderen Gebieten. Wenn jetzt auch der Professor Lanz noch da wäre zur Landwirtschaft, könnte er sicher auch noch mehr sagen, aber ich werde auch dazu einiges kurz bemerken. Nun also zur Pädagogik. Auch hier bestimmt das steinersche Menschenbild, was gelehrt wird und wann etwas gelehrt wird, denn der Mensch, das Kind, wird aufgeteilt in diese Leiber, die in einem 7-Jahres-Rhythmus nach und nach angegliedert werden, und zwar im 1. bis 7. Jahr der physische Leib, dann der Ätherleib, der Astralleib, und mit 21 hat man dann den Ich-Leib ausgebildet. Nun, zuerst lernt das Kind durch Nachahmung, dann durch Autorität, dann durch eigenes Denken. Sicherlich auch richtige Erkenntnisse dabei. Natürlich gibt es eine Entwicklung zu zunehmender Reife und Erkenntnisfähigkeit. Aber ich wehre mich dagegen, das nun so starr aufzuteilen in 7-Jahres-Rhythmen, dass immer dann mit 7 Jahren ein Fortschritt sozusagen sich ergibt. Vielmehr ist es ja so, dass ein Kind auch schon Entscheidungsfähigkeit haben kann, auch schon mit 4, 5, 6, 7 Jahren, nicht erst mit 21 oder mit 15. Es gibt viele Kinder oder Menschen, vielleicht auch unter uns, die sich schon als Kind für Jesus Christus entschieden haben. Und wie wäre das möglich gewesen, wenn man nicht schon als Kind auch entscheidungsfähig wäre und eben nicht nur durch Nachahmung lernt, so richtig das natürlich auch wiederum ist. Aber die Urteilskraft ist auch doch schon da und Gott beruft dann nach seinem Rhythmus und nicht so, wie es Menschen einteilen wollen. Nun vielleicht noch etwas Lustiges zwischendurch. Rudolf Steiner warnt einmal davor, zu früh am Morgen Grammatik zu unterrichten. Warum? Er sagt, dann versetzt man das Kind in die Lage, dass, während es da unterscheiden muss, ob etwas indikativ oder konjunktiv ist, dass es dazu sein ganzes Frühstück von der Seele unbeeinflusst in seinem Organismus kochen lässt. Und man kultiviert dann für eine Zeit, die vielleicht 15 oder 20 Jahre später liegt, eine richtige Magenverstimmung bei einem Kind, wie Darmkrankheiten und so weiter, wenn man zu früh Grammatik unterrichtet. Und er schreibt dann, die Gedärmkrankheiten kommen sehr häufig von dem Unterricht der Grammatik. Also merken Sie sich's. Ist vielleicht auch etwas Wahres dran, ne? Bedenklicher ist dann schon eine Aussage wie die folgende, nämlich dass die Ich-Entwicklung am Ende des 3. Lebensjahrzehnts damit zusammenhängt, dass der Jugendliche den eigenen Schicksalsmächten nahe kommt, wenn nach ungefähr 18 2/3 Jahren der Mondknoten wieder an denselben Himmelsort kommt, an dem er zum Geburtszeitpunkt stand. Was ist denn das, was hier plötzlich kommt? Mondknoten, nicht? Sie merken schon, es kommt jetzt immer deutlicher die Astrologie ins Spiel, die Horoskope, auch in der Landwirtschaft ganz zentral, die Aussaatkalender, die da den Pflanzen gestellt werden. Und hier kommen also abergläubische Dinge immer mehr hinein, dass also der Mensch auch den Sternen unterworfen ist und eben nicht Gott dem Schöpfer, sondern den Geschöpfen, wovor ja schon der Apostel Paulus in Römer 1 und 2 warnt, dass wir den Schöpfer verehren sollen und nicht die Geschöpfe anbeten. Das ist eine deutliche Warnung, die uns die Bibel immer wieder mit auf den Weg gibt. Lesen Sie auch mal Jesaja 47, wo es heißt, dass die Sterngucker verbrennen werden wie Stoppeln, dass ihre Voraussagen nichts taugen und dass man sich an ihrem Feuer nicht wärmen kann. Es ist die Kälte, die dämonische Kälte dieser Sterne, die gute Geschöpfe sind, aber Menschen machen nun Götter daraus. Die Babylonier haben ja diesen astrologischen Unfug entwickelt und die Hälfte unseres Volkes liest ja die Horoskope, anstatt die Bibel zu lesen. Und das ist nun, oder vielleicht noch mehr, und das ist erschütternd. Nun, der Unterrichtsplan, dazu einige Sätze. Wie viel Zeit habe ich denn noch? 20 Minuten, ja, dann weiter in dem Eiltempo. Es tut mir leid, aber ich möchte Ihnen doch möglichst viel weitergeben. Ist es zu schnell oder zu langsam? Naja, gut.
Sie können sie auch nochmal in Ruhe anhören. Also insofern, wir machen jetzt also weiter. Der Unterrichtsplan. Im 5. Schuljahr wird der Atlantis-Mythos gelehrt. Also diese Sage von dem untergegangenen Erdteil Atlantis, die wissenschaftlich überhaupt nicht nachgewiesen ist. 8000 vor Christus sei das passiert. So etwa 5. Schuljahr. In Biologie wird natürlich die Evolutionslehre gelehrt an den Waldorfschulen. Aber eine besondere Art bei Steiner, nämlich, Sie wissen ja bei Darwin, dass der Mensch nun als eine Höherentwicklung aus dem Tierreich angesehen wird, nicht jetzt direkt als Affe, aber als eine Art Abzweigung von den Affenartigen, wenn ich jetzt hoffentlich kein Naturwissenschaftler hier was Falsches sage als Theologe, aber das ist nun die gängige Evolutionsvorstellung. Und bei Steiner aber ist es etwas anders, nämlich die Tiere sind bei Steiner Abspaltungen aus dem Menschengeschlecht, das sich höher entwickelt. Die Opfer sozusagen, die gebracht werden, damit der Mensch seiner Vergeistigung entgegenstrebt, muss das Tierische ausgeschieden werden und dadurch sind die ganzen Tiere entstanden. Also eine auch sehr seltsame Vorstellung, die im Widerspruch steht zu 1. Mose 1 und 2, wo es ja heißt, dass Gott jedes nach seiner Art geschaffen hat. Und zwar die Tiere vor den Menschen. Und naja, gut, dann im Deutschunterricht, oder auch nicht gut, im Deutschunterricht, etwa in dem Lehrbuch Und Gott sprach von Heidebrand Uhly, werden Berichte des Alten Testamentes neben Märchen und Fabeln gebracht, so wie wenn das alles das Gleiche wäre, also eine Art von Religionsvermischung, von Herabstufung der Bibel zu Sagen, Märchen. Und Jahwe, das habe ich ja schon gesagt, der alttestamentliche Gott, Gottesname, der natürlich genauso der Gott des Neuen Testaments ist, auch das ein Unding, dieses auseinanderzureißen. Das wird immer wieder in der Forschung ja auch nachgewiesen, dass man das nicht tun kann. Dass Altes und Neues Testament eben eine Einheit sind, ist uns als Christen, denke ich, klar. Aber hier wird Jahwe als untergeordnete Gottheit hingestellt, beziehungsweise Durchgangsstufe im Streit mit dem Christus-Sonnengeist und all diese Dinge lassen sich aber nicht halten. Es gibt übrigens eine Initiative Waldorf geschädigter Kinder in Herne, wer hier also Kontakt sucht, ich kann die Adresse gerne sagen. Ich empfehle hingegen christliche Schulen, soweit es die bereits gibt. In Gießen hier ist es ja nicht weit weg. Ich habe auch vorhin die Chagall-Ausstellung gesehen, hier nebenan in der August-Hermann-Franke-Schule. Es ist also ein Segen, wenn es sowas gibt. Und unser Gebetsanliegen, da bin ich auch gebeten worden, das in diesem Rahmen jetzt einmal zu sagen, ist, dass noch mehr Lehrer bereit sind, auch hier einen Dienst zu tun. Junge Menschen, die sich rufen lassen, die vielleicht noch keine Anstellung haben, die gläubige Christen sind, dass sie hier diese christlichen Schulinitiativen unterstützen. Denn wo Schulen in dieser Größe sind wie hier, da sind Waldorfschulen an sich nicht mehr eine Alternative. Auch nicht für manche Christen, die ja meinen, sie müssten ihre Kinder ausgerechnet in Waldorfschulen schicken und nicht wissen, dass sie dann oft vom Regen in die Traufe kommen. Auch das jetzt in aller Ungeschütztheit hier gesagt, aber diese okkulten Hintergründe, sie werden zwar nun nicht direkt gelehrt, es wird natürlich auch der normale Unterrichtsstoff gebracht, selbstverständlich, und es wird auch manches Wertvolle vermittelt, künstlerisch, musisches, aber diese esoterisch-okkulten Dinge, sie schwingen immer wieder mit, vor allem eben durch die Lehrerpersönlichkeit hindurch, die da ganz zentral ist. Es gibt wenig Lehrbücher, sondern der Lehrer ist hier prägend für die Kinder und er stellt sie sich abends vor sein geistiges Auge, sagt oft mantraähnliche Sätze, so um diese Kinder zu fördern, wie er meint, sicher positiv, alles gemeint, aber letztendlich, je mehr von Steiner es geprägt ist, umso problematischer. Nun, Medizin und Landwirtschaft kann ich in einem behandeln, in der Kürze, und zwar gilt in beidem, das Prinzip des Geistigen, die geistige Wirkweise, nicht die Materie, nicht die Stoffe sind entscheidend, sondern die geistige Wirkweise und auch das Hineinspielen von astrologischen Konstellationen. Und zwar werden die Präparate mit Kraft aufgeladen, daher auch das Wort Dynamis, biologisch dynamisch,
Ich selber bin durchaus ein Freund naturgemäßer Anbauweisen, aber biologisch-dynamisch ist das speziell anthroposophische. Demeter ist die Fruchtbarkeitsgöttin der Griechen, die den Namen gegeben hat. Veleta ist die Heilgöttin der Kelten. Heidnische Begriffe, heidnische Hintergründe. Sehr deutlich zu erkennen, auch dadurch, Nomen est Omen. Und ein Beispiel aus Steiners landwirtschaftlichem Kurs, wie er Feldmäuse bekämpft. Also wieder ein wörtliches Zitat. Wir verschaffen uns zur Zeit des Stehens der Venus im Zeichen des Skorpions Mäusebalg und verbrennen diesen Mäusebalg, nehmen sorgfältig dasjenige, was sich da jetzt entwickelt durch das Verbrennen der Asche, überhaupt an Bestandteilen, die herausfallen. Und in dem, was dadurch das Feuer vernichtet wird, bleibt jetzt übrig die negative Kraft gegenüber der Vermehrungskraft der Feldmaus. Wenn Sie nun den auf diese Weise gewonnenen Pfeffer ausstreuen auf Ihre Felder, und zwar wenn er richtig bei der Hochkonjunktion von Venus und Skorpion durch das Feuer hindurchgeleitet worden ist, so werden Sie darin ein Mittel haben, dass die Mäuse dieses Feld meiden. Zitat Ende. Astrologie ist hier drin, Hochkonjunktion von Venus und Skorpion. Dann das magische Kraftprinzip, da werde ich auch heute Abend noch eingehen. Magie, immer dieses Kraft. Energieprinzip, nicht Gott als der Wirkende, sondern die magische Kraft, die hier freigesetzt wird. Noch ein Beispiel, Dünger im Kuhhorn, auch bekannt im biologisch-dynamischen Landbau, Zitat, dadurch, dass wir das Kuhhorn mit seinem Mistinhalt eingegraben haben, es wird also eingegraben, dadurch konservieren wir im Kuhhorn drinnen die Kräfte, die das Kuhhorn gewohnt war, in der Kuh selber auszuüben, nämlich rückzustrahlen dasjenige, was Belebendes und Astralisches ist, Astra, der Stern. Und es wird der Mistinhalt des Kuhhorns mit diesen Kräften innerlich belebt, das ganze Lebendige wird konserviert in diesem Mist. Zitat Ende. So. Es geht also hier um den Mist, der aufgeladen wird mit kosmischer Kraft, kosmischer Energie und dadurch soll nun die Wirkung erfolgen, die nun tatsächlich es auch gibt. Ich möchte es gar nicht sagen, denn auch der Feind hat eine Macht. Es gibt hier dämonische Hintergründe. Sicherlich auch wird manches naturgemäße ausgestreut, Urgesteinsmehle, aber das ist dann mehr der biologisch-organische Landbau nach Dr. Hans Müller auch Verfahren, die ich auch sehr gut finde, dass man auf Spritzgifte verzichtet, soweit möglich. Aber hier kommen nun diese okkulten Dinge mit hinein und da, denke ich, sollten wir eine Grenze als Christen wahren, dass wir nicht vom Regen der Giftspritze in die Traufe des Okkultismus fallen. So, nun noch zur Eurythmie. Ein kurzes Zitat. Mit einer tastenden Fragestimmung wird man den Bewegungen der Vokale, der Konsonanten, der Planeten und der Tierkreisstellungen in sich nachlauschen und den geistigen Kräften und Bewegungen auf die Spur kommen, die den Formenreichtum unserer Erde und des Menschen gebildet haben. Zitat Ende aus Elisabeth Göbel, Eurythmie im Kindergarten. Und Eurythmie ist also eine Art Tanz- und Lautübung, das ist Pflichtfach in der Waldorfschule und hier kommt also nun dieses Denken am stärksten auf die Schülerinnen und Schüler zu. Und hier, vereinfacht gesagt, werden gewissermaßen die unsichtbaren Welten auf die Erde geholt. Es werden eine Art Geistertänze veranstaltet, ähnlich den antiken Tempeltänzen in den Mysterienreligionen, wo Ähnliches war. Es gibt ja auch Einweihungsdramen und Rituale von Steiner, der Hüter der Pforte, die Schwelle der Einweihung und so ähnlich, wie sie heißen. Da merken Sie überall diesen Geist, der von unten ist. Nun, ich breche die Beispiele hier ab und möchte davor warnen, durch diese Faszination, zu Deutsch Verzauberung, dringt die Macht der Finsternis ein. Derjenige, der der Anthroposophie den kleinen Finger reicht, seine ganze Hand wird einbehalten, wenn er nicht umkehrt und Buße tut und Jesus Christus als den Erlöser kennenlernt. Wir müssen immer bedenken, dass nach 2. Korinther 11 Satan sich tarnen kann als Engel des Lichts und Menschen durch okkulte Dinge binden kann, die nun sehr gut und sehr verführerisch aussehen und sehr faszinierend. Aber nochmal deutlich gesagt, wir können die anthroposophischen Früchte nicht ohne die Wurzeln haben.
nicht ohne die Wurzeln haben. Und hier ist die Grundlage eben schon allein das Bibelverständnis. Wie wird hier die Bibel gesehen? Ist es im Einklang mit der Bibel? Wie wird Christus gesehen? Und da haben wir, denke ich, auch wenn Sie einmal ein Buch von Steiner unvoreingenommen lesen, werden Sie feststellen, dass hier Unterschiede zwischen Bibel und Steiner da sind, die sich nicht auslöschen lassen. Ich möchte schließen mit dem Hinweis, dass ich die größte Gefahr persönlich darin sehe, im Blick auf Anthroposophie, dass sie eine Art von Religionsvermischung betreibt. Und zwar ist uns ja vorausgesagt für das Ende der Zeiten, dass der Antichrist eine Art Einheitsreich aufrichten wird mit einer Einheitsreligion, einem Wirtschaftseinheitssystem und Ähnlichem. Und diese Vereinheitlichung, dieser Dialog der Religionen als Vorstufe, das streitet ja immer weiter voran. Und Steiner selber schreibt in Band 139, dem Basler Markuszyklus: Was wird kommen, wenn sich so die einzelnen Bekenner der verschiedenen Religionssysteme verstehen werden? Wenn der Christ zum Buddhisten sagen wird, ich glaube an deinen Buddha, und wenn der Buddhist zum Christen sagen wird, ich kann das Mysterium von Golgatha verstehen, wie du es selbst verstehst? Was wird kommen über die Menschheit, wenn so etwas allgemein werden wird? Friede wird kommen über die Menschen. Gegenseitige Anerkennung der Religionen. Und die muss kommen. Und die anthroposophische Bewegung muss sein, ein solches gegenseitiges, wahrhaftiges Erfassen der Religionen. Zitat Ende. Hier deutlich das Ziel ausgesprochen, gegenseitige Anerkennung der Religionen. Und das steht im Widerspruch zum ersten Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und zu Jesu Selbstanspruch, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Oder einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Oder es ist in keinem anderen das Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden, als allein der Name Jesu. All diese klaren Aussagen der Schrift werden hier nicht nur von der Anthroposophie, auch bis in die Kirchen hinein, auch heute Abend dazu noch mehr, verfälscht, relativiert, abgelehnt. Und es wird eine Art Einheitsreligion schon lange nicht nur in Genf vorbereitet, die auf uns zukommt. Die Propheten und Apostel der ganzen Bibel verwerfen das als Götzendienst, der den Frieden mit Gott zerstört und auch den Frieden in der Welt nicht schaffen kann, wo das erste Gebot übertreten wird, weil dann Gottes Gericht und Zorn herausgefordert wird. Vielleicht spüren wir auch zurzeit schon etwas davon, dass eben der Unfriede gleichzeitig mit der Religionsvermischung immer mehr zunimmt. Ich persönlich plädiere für Personentoleranz, aber nicht für Sachtoleranz, dieser feine Unterschied. Den Andersdenkenden und Glaubenden lieben und achten und ihm in Liebe das Evangelium sagen, aber gerade deshalb keine Sachtoleranz, weil wir ihm die Wahrheit Jesu schuldig sind, aus Liebe ihn einladen. Nun, ich möchte schließen mit Worten des Apostels Paulus aus dem ersten Korintherbrief. Da kommt das Wort Anthroposophie bereits in der Bibel vor. Und ich möchte es Ihnen einfach zum Schluss mit auf den Weg geben. 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5. Wer eine Bibel da hat, darf es gerne mitlesen. 1. Korinther 2, 1 bis 5. Auch ich, liebe Brüder, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt nicht dafür, dass ich etwas wüsste unter euch, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch war ich bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht bestehe auf Anthroposophie, sondern auf Gottes Kraft. Haben Sie mitgelesen? Was steht denn bei Ihnen? Menschenweisheit. Und im Griechischen steht Sophia Anthropon, die Weisheit von Menschen. Und das ist auch das gleiche Wort wie die Anthroposophie, 1. Korinther 2, Vers 5, damit euer Glaube nicht bestehe auf Menschenweisheit, Anthroposophie, sondern auf Gottes Kraft. Das wünsche ich auch Ihnen, jedem von uns, dass wir diesen
göttlich gewirkten Glauben an den Erlöser Jesus Christus fassen und darin gestärkt werden und wachsen dürfen, auch durch alle Verführungen der Endzeit hindurch. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Kreuz von Golgatha die volle Erlösung für uns erwirkt hast, indem du dein teures Blut für jedes von uns vergossen hast. O Herr Jesus, lass doch uns das im Glauben annehmen, wenn wir es noch nicht getan haben. Geh auch heute durch die Reihen und schenke jedem Einzelnen, dass er und sie das erfassen kann und im Glauben wachsen und gestärkt wird. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir nicht nach höheren Erkenntnissen, nach Selbsterlösung streben müssen. Mach doch Menschen frei davon, von dieser Verzweiflungstat, auch der Anthroposophie, wo sie auf diesem Wege der Selbsterlösung noch sind und wo sie daran verzweifeln müssen. O Herr, heute ist der Tag des Heils, heute dürfen wir kommen, wie wir sind. Lass uns das annehmen jetzt. Und Herr, wir bitten dich auch für das Gespräch, schenk du den Geist der Liebe und der Wahrheit, dass wir dich immer besser kennenlernen dabei und lieben lernen. Geh du nun mit uns in den Tag, segne alle, die nun nach Hause gehen müssen und segne uns auch heute Abend, wenn wir wieder zusammenkommen, besonders bei diesem Thema Okkultismus, dass wir unter deinem Schutz und Schirm stehen. Wir danken dir, dass du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.